Rosi, Auswärtsniederlage in Dortmund. Ich fand vor allem kämpferisch, habt euch heute wenig vorzuwerfen. Wie hast du das Spiel gesehen? Ich würde sagen, zwei unterschiedliche Hälften. In der ersten Hälfte, ja, wie zu erwarten, sehr, sehr guter Gegner. Riesentempo, die haben einfach nach vorne gespielt, haben versucht, hinter unsere Kette zu kommen. Haben auch die Spieler dafür gehabt, haben uns eiskalt bestraft. Und in der zweiten Halbzeit, wie es oft gegen zweite Teams ist, wo viele junge Spieler dabei sind, machen die dann den Schritt weniger, da waren wir dann am Drücker. Was uns dann nicht passieren darf, ist das Gegentor. Da sind wir viel zu naiv. Das darf nicht fallen, weil wenn das nicht fällt, haben wir, glaube ich, wie du schon sagst, den Willen und den Kampfgeist gehabt, um nochmal ranzukommen. Und wenn es dann unentschieden steht, kann alles passieren. Aber so, das war für uns der Todesschuss. Das darf uns nicht passieren, das müssen wir uns vorwerfen. Sonst, ja, die erste Halbzeit geht zu großen Teilen an Dortmund, die zweite an uns, aber am Ende steht eine Niederlage da. Du hast schon angesprochen, zwei unterschiedliche Halbzeiten. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Und das trotz, dass man in der ersten Halbzeit ja schnell in Führung geht. Es war jetzt schon öfter die Saison, sodass man sich da immer ein bisschen schwer tut. Was denkst du, woran liegt das? Ja, auf der anderen Seite sind wir, glaube ich, auch die Mannschaft, die die meisten Tore in der ersten Viertelstunde geschießt. Also Anfangsphasen können wir eigentlich. Ist spielbezogen. Also wir wussten, was auf uns zukommt und haben trotzdem zwei Tore gefressen, die wir so davor schon analysiert haben. Das ist natürlich ein Punkt, wo wir drüber reden müssen. Ich muss es selber nochmal angucken. Für mich vom Gefühl her hat es sich wie Abseits angefühlt. Ja, trotzdem, ja. Sind es zwei Fehler, die das Team macht, wo wir ja, Verantwortung übernehmen müssen. Das hat jetzt aber nichts mit Unkonzentriertheit oder sonst was zu tun. Wir haben uns halt einfach zweimal eiskalt bestraft. Muss man dann so hinnehmen. Es geht jetzt am Samstag dann weiter gegen SC Verl, ein schwieriges Heimspiel, aber natürlich wollte da sicher wieder die 3 Punkte einfahren. Wie wichtig ist dabei dann auch wieder die Unterstützung der Heimfans? Ja, riesig. Auch jetzt großer Respekt dran, dass uns so viele begleitet haben. Das ist nicht selbstverständlich. Für uns Spieler war die Fahrt schon ewig. Für die Fans dann wahrscheinlich noch mal ein bisschen länger. Freuen uns natürlich, dass das nächste Spiel ein Heimspiel ist. Ja, unser Trainer hat's vor dem Spiel treffend formuliert. Wir haben jetzt noch 4 Spiele. Die haben alle so eine Art Pokalcharakter, weil einfach du willst jedes Spiel gewinnen, um den maximalen Output zu holen, bevor es in die Pause geht. Haben wir heute leider nicht geschafft, aber man hat gesehen, dass wir wollen, dass wir beißen können. Und ja, genau das Gleiche an Kampfgeist werden wir auch zu Hause zeigen. Da haben wir unsere Heimfans im Rücken. Und ja, dann soll Ferl kommen. Danke dir, gute Heimreise und bis Samstag. Ciao.